Wir wollen die Kreier sehen. Unerklärlicherweise sind wir heute wieder sehr, sehr schwer ins Spiel gekommen, obwohl wir uns eigentlich taktisch wieder was ganz anderes vorgestellt haben. Nämlich, dass wir heute den Gegner anspielen lassen wollten, dann pressen wollten, ist uns leider in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gelungen. Im Gegenteil, Kapellen hat das teilweise mit uns gemacht. Aber ich bin froh, dass wir in der Halbzeit da, denke ich, auch wieder die passenden Worte gefunden haben und zweite Halbzeit wieder eine ganz andere FC Krai-Mannschaft gesehen haben, so wie es in den letzten Wochen immer ist, vor allen Dingen zu Hause. Solange sie das Gesicht zweite Halbzeit zeigt, bin ich sehr zufrieden und ich denke, dass wir das Spiel auch dann hinten raus hochverdient 2-0 gewonnen haben. Freust du schon auf ETB? Ich freue mich immer auf Derbys, aber ich hoffe, meine Mannschaft auch. Ja, also erste Halbzeit haben wir uns mega schwer getan, wie eigentlich auch in den ersten Spielen der Rückrunde, wo wir gegen Gegner gespielt haben, die sich tief hin reingestellt haben, haben wir immer ein kleines Problem gehabt. So war es auch heute in der ersten Halbzeit, weil wir da viel zu langsam, viel zu behäbig gespielt haben. In der zweiten Halbzeit haben wir uns einfach vorgenommen, ein bisschen schneller zu spielen, aggressiver in die Zweikämpfe zu gehen, weiter vorne zu pressen. Das ist uns gelungen. Wir wurden belohnt mit 2 Toren, Mund abputzen, ne? Und nächste Woche, jetzt am Sonntag, das schöne Derby gegen ETB. Hoffen wir mal, dass es genauso gut läuft, ne? Ja, der macht den nicht.